KL gründet, eine gemeinsame Initiative von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft der Westpfalz. Ihr Ziel ist es, jene Menschen besonders hervorzuheben, die innovative Geschäftsideen haben, die erfolgreiche Unternehmen gründen oder die neue Unternehmen bei der Gründung besonders unterstützen. Am 20. November wurden in der Fruchthalle Kaiserslautern unterschiedliche Auszeichnungen innerhalb von KL gründet in einer gemeinsamen Preisverleihung vergeben. Vielen Dank. Und auch herzlich willkommen von meiner Seite hier zu Kaiserslautern gründet. Kaiserslautern gründet soll ein neues Verständnis schaffen. Wir wollen Mut machen. Denn Unternehmer zu sein heißt, Mut zu haben. Denn Mut ist das Wichtigste, das wir in Deutschland brauchen. Was ist eigentlich diese fantastische Idee dahinter? Wir verleihen Preise an Menschen, die Initiativideen haben, die pfiffige Ideen haben, wie man denn gründen könnte. Wir verleihen Preise an Menschen, die erfolgreich gegründet haben. Und wir verleihen natürlich Preise an Menschen, die Gründungen mit ihrer Erfahrung, mit ihrem Wissen eines langjährigen Berufslebens oder eines auch kürzeren Berufslebens begleiten und promoten. Preise im Ideenwettbewerb 2012 des Gründungsbüros. Hier wurden über 40 Vorschläge eingereicht. Michael Taheri, Parkpoint, Preis des Freundeskreises der Fachhochschule Kaiserslautern e.V. Alexander Metzdorf, Ideenkredit, Preis des Freundeskreises der Universität Kaiserslautern e.V. Daniel Gröger, CAT-ID, Preis der Sparkasse Kaiserslautern. Wie sind Sie auf die Geschäftsidee gekommen? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich dieses Problem des Parkplatzmangels, ich komme aus Düsseldorf oder war in letzter Zeit in Düsseldorf, da sehr gut erkannt habe und mir dann darauf aufbauend Gedanken dazu gemacht habe, wie man dieses Problem lösen kann. Auf die Idee bin ich durch meinen Kater gekommen. Der hat nämlich immer meiner Katze das Essen weggefressen, wenn man nicht daneben stand und aufgepasst hat. Und entsprechend habe ich mir dann überlegt, wie man denn einen Weg finden könnte, quasi das Futter an die Katzen auszugeben, wenn man mal nicht zu Hause ist, und sicherzustellen, dass quasi die richtige Katze auch das richtige Futter kriegt. Ich habe mich gefragt, warum nicht anderen Studenten, die nicht die Möglichkeit haben, von ihrem Elternhaus einen Studentenkredit zu bekommen, die Möglichkeit geben, einen Studentenkredit zu vermitteln, von Leuten, die disponibles Kapital haben, das anlegen möchten, zu Zinsen, die eventuell mehr zu bieten haben als die meisten Banken. Auszeichnungen in der Kategorie Gründer des Jahres, verliehen durch das Gründungsbüro und die Präsidenten von FH und TU Kaiserslautern, Dr. Bernd Helge Leroch und Dr. Carsten Hillenbrand, Robot Makers GmbH. Wie geht es jetzt mit der Idee, dem Unternehmen weiter? Wir schaffen Grundlagen, um verschiedene Dienstleistungen und Produkte zu entwickeln. Und insbesondere im Produktbereich werden wir im nächsten Jahr eben die ersten Serienprodukte an den Markt bringen. Auszeichnung in der Kategorie Gründungsförderer des Jahres, verliehen durch den Diemersteiner Kreis, Professor Dr. Heiner Müller-Mehrbach. Welche Technologiefelder wurden von den Gründern in Kaiserslautern bearbeitet? Die Teilnehmer kamen aus praktisch aus allen technischen Bereichen. Auszeichnungen in der Kategorie Gründungsförderer des Jahres, verliehen durch die Kreissparkasse Kaiserslautern, Ulrich Putsch. Wie sehen Sie die Funktion eines Förderers? Ja, er sollte einen guten Blick haben für die Menschen, die gründen wollen, und für die Ideen, die sie haben, und sehen, ob das übereinstimmt, ne? KL gründet. Geben Sie Ihren Ideen eine Chance.